Die letzten paar Folgen von The Big Bang Theory werden jetzt auf ProSieben ausgestrahlt. Deswegen möchte ich euch heute mal alle Intro-Bilder von dieser Kultserie zeigen und kurz erklären. Viel Spaß! Das Titellied, das den Vorspann vertont, ist von der kanadischen Band Breakneck Ladies. Dieses wird seit 2011 verkauft. Das Intro startet mit dem Urknall und durchläuft dann alle Meilensteine der Evolutions- und Menschheitsgeschichte. Ich werde oben rechts immer die Zeit und das Ereignis, das eingetreten ist, anzeigen, denn der Zeitstrahl im Intro ist nicht immer so ganz korrekt. Die ersten Zellen und damit auch zwangsläufig die erste Zellteilung, wie man hier im ersten Bild sieht, fand vor 3,5 Millionen Jahren statt. Jetzt machen wir weiter mit einem großen Sprung zu den Einzellern. Bild 2 zeigt die Mitose eines Spulwurms mit 200-facher Vergrößerung. Darauf folgt ein Stacheltierchen. Das Bild soll wahrscheinlich den ersten Mehrzeller zeigen. Dieses Bild ist auch wieder 200-fach vergrößert. Das nächste Bild zeigt den hawaiianischen Kilauea-Vulkan. Das Bild soll aus dem Buch Process that Shaped the Earth stammen, somit soll es auch wahrscheinlich auch die Erdkrustenformung oder ähnliches darstellen. Dieser Vulkan ist aber erst vor 100.000 Jahren aus dem Meer aufgestiegen. Das fünfte Bild ist ein Stockfoto eines Farns. Darauf folgt das erste Tier, nämlich ein Lurch, der das Land betritt. Dies geschah etwa vor 380 Millionen Jahren. Auf die Amphibien folgen die Reptilien, hier sind Leguane zu sehen. Dessen großer Bruder ist auf dem achten Bild zu sehen, der Brontosaurus. Er hat vor 150 Millionen Jahren gelebt. Für uns ist es genauso lange zu ihm, wie er zum Leguan. Auf dem nächsten Bild ist der Stegosaurus noch einmal mit dem Brontosaurus zu sehen. Beide leben im Jura-Zeitalter. Fast 150 Millionen Jahre später, 5,7 Millionen Jahre vor Christi, tauchte der Mammut auf. Auf ihm folgt in dieser Reihenfolge der Schimpanse und soll bestimmt den Vorfahren des Menschenaffens und uns auch darstellen. Dieser hat vor 6 bzw. 4 Millionen Jahren gelebt. Dieser ist auch auf dem bekannten Bild der Evolution zu sehen. Der Steinzeitmensch ganz rechts ist ungefähr 2,6 Millionen Jahre alt. Jetzt springen wir sehr weit in die Zukunft des Steinzeitmenschen. Nach Mesopotamien, wo 4000 vor Christi das Rad erfunden wurde. Diese Höhlenmalereien sind 3000 Jahre alt und stammen aus Afrika. Das nächste Bild zeigt Stonehenge. Es ist immer noch nicht endgültig geklärt, wieso es gebaut wurde. Ein weiteres Steinkunstwerk ist auch die Au-Nau-Nau-Anlage auf den Osterinseln. Dieses Bild ist ein Stockfoto einer Felsskulptur. Was sie aber darstellen soll, ist unbekannt. Bekannt ist aber, dass dieses hier ein heiliges Dorf für Inka in Peru zeigt. Die Siedlung wurde von den Konquistadoren um ca. 1530 zerstört. Die nächste Statue stammt von der San Agustin-Kultur aus Kolumbien. Sie ist eine von über 400 Figuren. Auch aus Südamerika kommt die Maya-Pyramide. Sie ist 30 Meter hoch und jeweils 55 Meter breit. Von der einen Pyramide zur anderen. Jetzt sind die aus Gizeh zu sehen, sowie die Sphinx. Nummer 23 zeigt die tanzende Shiva aus dem Hinduismus. Sie symbolisiert Schöpfung und Zerstörung zugleich. Darauf folgt das Mosaik eines Drachens aus einem thailändischen Tempel. Dort ist es in vielen Farben zu finden. Die Abspaltung des Buddhismus vom Hinduismus bzw. Siddhartha, der Buddha, wird hier gezeigt. Weg vom Buddhismus geht es jetzt zur griechischen Mythologie, zu Zeus. Und weiter zum Parthenon-Tempel aus der Akropolis. Weiter geht es mit einem Abbild von Jesus und der Inquisition. Das 30. Bild zeigt die chinesische Mauer. Sie entstand über mehrere Jahrhunderte hinweg und ist über 21.000 Kilometer lang. Das nächste Wahrzeichen folgt auf die Mauer, nämlich die vor kurzem abgebrannte Kathedrale Notre Dame in Frankreich. Das hier sieht auch aus wie ein Gotteshaus, aber es ist das Taj Mahal, eine Grabstätte. Der schiefe Turm von Pisa ist schief, weil der Boden auf der geneigten Seite zu weich war. Auch in Italien steht die Davidstatue von Michelangelo. Dieser war ein Freund von Leonardo da Vinci, dessen Kurzbiografie könnt ihr oben auf dem i anschauen. Da Vinci hat auch den vitruvianischen Menschen gemalt. Der erste Frame, der die Besiedlung Nordamerikas zeigt, ist die Hafenkarte von Boston aus 1667. Von den Europäern entdeckten aber bereits die Wikinger Amerika. Der nächste Entdecker ist Vasco Nunez de Barbola. Er entdeckte den Pazifik um das Jahr 1513. 1000 Jahre später als Leif Erikson entdeckte dann Kolumbus Amerika. Das folgende Bild zeigt auch eine Volksheldin. Die Jungfrau von Orleans, die im Hundertjährigen Krieg eine große Rolle spielte. Der nächste Franzose, der zu sehen ist, ist Napoleon auf einem Pferd. Das 42. Bild zeigt die ersten europäischen Siedler, die wegen der nicht vorhandenen Religionsfreiheit ausgewandert sind. Diese veranstalteten auch die Boston Tea Party. Das war keine Feier, sondern ein Boykott der britischen Kolonialpolitik. Nachdem sich die Siedler in Amerika von Britannien endlich lösen konnten, brauchten sie eine eigene Währung. Dazu wurde der Dollarschein eingesetzt. Darauf zu sehen ist das allsehende Auge. Zu sehen ist es darauf, weil die amerikanischen Gründungsväter Bezug zu Bünden wie den Freimaurern hatten. Davor wurde aber auch die Unabhängigkeitserklärung der 13 Bundesstaaten 1776 verabschiedet. Auch auf der Dollarnote zu sehen ist Abraham Lincoln. Er war der 16. Präsident der USA und gegen die Sklaverei. Deswegen brach ein Bürgerkrieg aus. Jedoch war der erste Präsident und derjenige, der den Unabhängigkeitskrieg anführte, George Washington. Nach dem Unabhängigkeitskrieg wurde dann die Verfassung Amerikas, die Menschenrechte enthalten sind, besiegelt. Nach Washington geht es weiter mit dem Dollarpumpen.
Auf den 50er ist Ulysses Simpson Grant zu sehen. Er war auch Präsident und General im Civil War, also dem Bürgerkrieg. Deswegen ist er gleich doppelt zu sehen. Während des Bürgerkriegs gab es gepanzerte Kanonenschiffe wie die USS Barron, die auf dem Mississippi fuhren. Alles, was westlich des Mississippi liegt, wurde auch als Wilder Westen bezeichnet. Dieser wurde beim Oklahoma Land Run von über 50.000 Menschen besiedelt. Jetzt gibt es wieder ein Bild aus dem Bürgerkrieg. Es zeigt die medizinische Versorgung, gefolgt vom Vancouver Express, eine Dampflokomotive aus 1925. Dieses Bild hier zeigt die erste Zeitungsproduktion von Regina in Kanada. Diese existiert heute noch. Im Wilden Westen gab es auch einen Gold Rush, nachdem in Kalifornien Gold gefunden wurde. Ca. 300.000 Menschen wollten ihr Glück bei der Goldsuche versuchen. Das nächste Bild soll wohl einen Telegrafen zeigen. So sahen aber Telegrafen ursprünglich nicht aus. Eine weitere technische Errungenschaft ist der Edison Stock Ticker. Dieser revolutionierte die Börse. Er ist neben dem ehemaligen Börsenchef zu sehen. Jetzt gehen wir mal kurz weg von den USA und sehen die Erzengel Michael Kathedrale und die Maria Verkündigungskathedrale in Moskau. Gleich danach sehen wir eine Parade gegen die Prohibition in Georgia. Das 60. Bild zeigt die industrielle Revolution in der Landwirtschaft, nämlich eine dampfbetriebene Erntemaschine. Eine weitere wichtige Erfindung war die Glühbirne. Diese stammt von Edison, aber er hat sie nicht erfunden. Weiter geht es mit der Tower Bridge in London. Sie wurde 1894 fertig gebaut und ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Der Eiffelturm ist für die Franzosen ein mindestens genauso wichtiges Wahrzeichen. Er wurde für die Weltausstellung 1889 gebaut und sollte dann auch wieder abgerissen werden. Einem französischen Kunstwerk zum nächsten. Die Freiheitsstatue war ein Geschenk der Franzosen an die Amerikaner. Ursprünglich war sie nicht grün, sondern dunkelbraun, denn die äußerste Schicht besteht aus Bronze. Wir überspringen den Ersten Weltkrieg und kommen zum Zweiten. Zu sehen ist hier die Women's Land Army, diese kümmerte sich zu Hause um die Landwirtschaft. Dazu gründete eine Frau das amerikanische Rote Kreuz. Dieses Bild ist bekannt, es zeigt die britischen Bürger auf der Flucht vor Bombenangriffen auf Liverpool zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Bild 68 ist nicht einzuordnen, der Titel lautet Retrobild von Männern in einer Pferdekutsche. Auf die Pferdekutsche folgte das Automobil. Dieses Ford T-Modell war das erste in Massen produzierte Auto. Damals gab es noch strikte Regeln für Frauen. Das passte selbstverständlich einigen nicht, so brachen sie die gesellschaftlichen Regeln, indem sie kurze Röcke und Frisuren trugen. Weiter geht es mit dem Präsidenten Theodore Teddy Roosevelt. Er war einer der ersten Amerikaner, der den Friedensnobelpreis bekam. Dafür war die Boeing P-12 das letzte Doppeldecker-Jagdflugzeug der USA. Es war von 1929 bis 1941 im Einsatz. Ein weiteres Wahrzeichen der USA ist das Mount Rushmore National Memorial. Es zeigt George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln. Dieser Mann ist vermutlich ein Helfer des Roten Kreuzes in Italien, es ist aber nicht zuordnbar. Dafür dieses Bild ab. Es zeigt natürlich Albert Einstein auf dem 5-Lire-Schein Israels. Seine Kurzbiografie könnt ihr euch hier ansehen. Ein weiteres Kampfflugzeug ist der Harker Hurricane MK-1. Er war für die Royal Air Force während des Zweiten Weltkriegs im Einsatz. Und schon geht es wieder zu Albert Einstein. Wenn ihr diesen Namen hört, kommt euch bestimmt seine weltbekannte Formel E gleich mc Quadrat in den Kopf. Es ist die Formel der Äquivalenz von Masse und Energie aus der Relativitätstheorie. Oh, das hat sich sogar gereimt. Jetzt geht es weiter zur Kunst. Dies ist ein expressionistisches Gemälde von Jackson Pollock. Architektur ist in gewisser Weise auch eine Kunst. Dieses Modell zeigt die Entwicklung amerikanischer Großstädte, diese sind nach einem Muster aufgebaut. Im gleichen Jahr gab es den ersten Wagen mit Holzoptik, der Chrysler Town & Country. Ein echt schönes Auto. Auch ein Retro-Stück ist die Jukebox 1015, der Inbegriff einer Jukebox. Auf geht's zur Raumfahrt. Und wir fangen nicht hinten an. Dieses Bild zeigt einen Weltraumspaziergang, aufgenommen aus einem Space Shuttle. Der stammt aus dem Jahr, in dem auch die erste Big Bang Theory Folge geschrieben wurde. Das war 1984. Das Space Shuttle, aus dem das Bild geschossen wurde, war der Challenger. Was mich wundert ist, dass es kein Bild der Mondlandung, geschweige denn der Apollo- oder Mercury-Mission gibt. Auch dieses Bild passt mal wieder nicht in den zeitlichen Ablauf. Das ist bei dem Intro aber nicht mehr verwundernswert. Es zeigt die Antibabypille. Sie wurde 1957 erfunden, kam aber erst in den 60ern in die Mode. Durch all diese medizinischen Fortschritte sieht es in einem OP etwas so aus. Auch die Technik macht Fortschritte. Hier zu sehen ist die erste Generation der Intel Pentium Prozessoren. Das waren Chips für die Massenproduktion. Hier ist ein IBM 3420 zu sehen, ein Computer mit Magnetbandspeicher. In den Personal Computer steckte man früher Floppy Disks. So etwas habe ich noch nie in einer Hand gehabt, denn ich bin so jung. Diese hatten gerade mal 1,44 MB Speicher. Dieser Satz allein hat genauso viel Speicherplatz eingenommen. Mehr zum Speichern könnt ihr aber in meinem Video hier sehen. New Yorks Empire State Building war 40 Jahre lang das höchste Gebäude der Welt, bis das World Trade Center diesen Rekord brach. Hier ist die U-Bahn von Toronto zu sehen. Es war Kanadas erstes U-Bahn-Projekt. Darauf folgt ein Bild von Hollywood und es steht für die große Filmindustrie. In den Warner Brothers Studios in Hollywood wird auch The Big Bang Theory produziert. Dieses Bild zeigt Martin Luther King.
Er war die bedeutendste Person im Civil Rights Movement. Daraufhin folgte die Disco-Kugel als Symbol für die funky 70er, genauso wie die Rollschuhe. Ein beliebtes Spielzeug war damals der mystische Action-Roboter in den 80ern. Damals kam auch die CD auf den Markt, somit auch der Discman, sowie der erste Personal Computer von IBM. In New York kam zeitgleich der Breakdance und somit auch der Hip-Hop auf. Ende der 80er kam auch das erste Handy von Motorola auf den Markt, für $3.500. Dieses Gebilde ist ein Interferometer. Es steht in New Mexico und wird für die Beobachtungen im Weltraum genutzt. In den frühen 90ern kam das Skateboard in den Hype und wurde Teil einer Jugendkultur. Ende der 80er fiel auch endlich die Mauer, die Deutschland in zwei Teile spaltete. 1999 wurde dann dieser Intercity-Zug an die Schweizer Bahn ausgeliefert. Apropos Schweiz, dort kann man auch gut Skifahren oder eben auch Snowboard. Bald kommt die PS5 auf den Markt, hier ist aber erstmal ein Controller der PlayStation 1 zu sehen. Daraufhin folgt eine Erdölpumpe. Die damaligen Handys konnten noch keine Fotos schießen, dafür aber die neuen Digitalkameras. Das letzte Bild zeigt ein Feuerwerk zur Jahrtausendwende. Ich werde jetzt noch ein paar Bilder hier anfügen, damit das Intro auf den neuesten Stand ist. Erstens haben wir hier den 11. September 2001. Auch wenn es ein schlimmes Ereignis war, ist es dennoch prägend für den weiteren Verlauf der Geschichte. Auch wichtig für dieses Video und sehr hilfreich war Wikipedia. World of Warcraft ist eine Revolution in der Gaming-Branche gewesen und ist ein der Lieblingsspiele der Physiker aus der Big Bang Theory. Genauso revolutionär war Facebook und somit auch stellvertretend für alle sozialen Netzwerke. Diese werden immer häufiger auf Smartphones genutzt. Das iPhone legte 2007 den Grundstein dazu. Im gleichen Jahr wurde auch die erste Folge dieser Serie produziert. Zwei Jahre später schaffte es Barack Obama als erster Dunkelhäutiger zum Präsidenten der USA gewählt zu werden. Darauf folgte leider wieder ein tragisches Ereignis, Fukushima. Ich habe es mit reingenommen, das den Atomausstieg Deutschlands besiegelte. Noch eine Revolution der Gaming-Branche wird auch Google Stadia werden. Und zu guter Letzt das Serienende. Wie schon vorhin erwähnt, vermisse ich Bilder aus den Mercury- und Apollo-Missionen, dazu noch viele Bilder aus der frühen Computergeschichte, wie zum Beispiel das Enigma, Alan Turing und weitere Bilder zur Entwicklung des Computers. Dazu noch weitere technische Fortschritte, wie das Radio und Fernsehen und das Fahrrad zum Beispiel. Gesellschaftlich fehlen mir auch irgendwie Bilder aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit. Ich hätte zum Beispiel gerne Karl den Großen, Luther und den Buchdruck, die Ritterzeige von Arthur, Hexenverfolgungen, die Medici oder Fugger, die Entwicklung der Stadt und der Renaissance, der Französischen Revolution und der Industrialisierung gezeigt. Auch noch auf jeden Fall mehr zur Entwicklung aus Asien und vor allem der Erste Weltkrieg. Die Musikentwicklung vom Orchester über Jazz, Rock und dann zu Pop, Rap und Elektro hat auch fast vollständig gefehlt. Was noch fehlt, sind Game-Changing-Firmen wie Google und die medizinischen und auch naturwissenschaftlichen Meilensteine, eklig NC-Quadrat, reicht meiner Meinung nach noch nicht. So, das war aber auch genug gemeckert. Wenn ihr wollt, kann ich ja mal meine Verbesserungen in die Tat umsetzen und das Intro anpassen. Das könnt ihr dann ja natürlich unten in die Kommentare schreiben. Hier geht es noch zu meinem Video zum Glowfish, diesen hatte Sheldon einmal als Haustier. Und hier kommt ihr zu meinem Faktenvideo, worin ich die Sheldon-Primzahl erkläre. Wir sehen uns beim nächsten Mal, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ciao!